Mega Kick, Alter. Strong Opener, holy shit. Oha. Oh Gott. Strong Opener, holy shit. Oh, jetzt kann ich nicht heilen. Das heißt, wenn ich gleich raus. Oh oh. Das heißt, wenn ich gleich rauskomme, kriege ich wieder einen Mega Kick in die Fresse. Das könnte schlecht laufen. Oha. Weber. Oha. Das ist genau das Pokémon, das du nicht verlieren sollst. Nein! Oh nein, nein, nein. Wann Crit? Ja, aber ich heile direkt. Danke. Danke. Also scheinbar war zuerst dran doch Miltang. Alter, Limo macht den gar nicht voll hier, oder? Oh. Krass. Fast. Er hatte schon zu viel Leben, ja? Megakick einfach, Ja, der donnert richtig hart, der Megakick. Ja, vor allen Dingen, Megakick ist Stab bei Miltank, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja. Dann gibt's hier noch einen Sandgrab. Crazy. Alter, hör auf mit dem Megakick! Oh Gott, Weber, ich kann dir gar nicht zugucken. Alter, gut, dass das kein Crit war. Ja. Das. Wie viele Megakicks hat man? 20? Ich glaube 10. Nee, 10. Ich glaube, das war. Jung! Megakick, das hier einfach die ganze Zeit. Dann sage ich herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres 2v2 Soulink Nuzlocke Randomizer versus in Pokémon Schwarze Edition gegen Weiße Edition. Mit mir dabei sind Weber, der im anderen Team spielt, Louis und mein Seelenpartner Dennis. Grüße. Letztes Mal haben wir die neue Route erkundet, neue Encounter gewonnen, andere Pokémon verloren. Mal wieder. Da. Gegen Boxart. Gegen Boxart Legendaries aus Generation 3. So sieht's aus. Stimmt, du hast komplett schon 3 gehabt. Lieber. Ja, Groudon hat gefehlt. Groudon ist immer nur in deinem Spiel. Der ist bei mir, den hab nur ich. Du hast die anderen beiden. Viel Spaß. Bei uns passiert die Gen 3 Zerstörung. Ja. Okay, dann sage ich, habt ihr noch was zu sagen? Nö. Let's go. Dann auf, dass wir heute kein Pokémon verlieren. Ja, Weber. Dann sage ich 3, 2, 1, let's go. Go. Oh mein Gott, das Trainer. Ein Drachenzahn. Nächster Trainer, let's go. Wie habe ich den übersehen? Das ist ja so schlecht versteckt. Alter. Ey, der war gut versteckt. Das war das Haus, bei dem man die Pokémon heilt. Oh, der Floyd. Ja, da kannst du bei dem Mädchen kannst du heilen. Oh. Das war ein Miltang. Bronzong? Aber das ist gut, den Walzer von. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh, ach so. Ich dachte, du kriegst irgendeinen Insane Encounter noch. Okay. Seit du diese Doppelkämpfe hattest, Weber, habe ich so Angst vor Miltang diesem Gras. Kann aber kein Erdbeben, oder? Es kann Walzer. Wie ja, aber da kann ich mich ja eingraben, dann unterbreche ich den Walzer. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Stefan, bist du im Turm? Nee, noch nicht. Mach ich auch direkt mal. Eigentlich hätte das ist eh dein Encounter, ne? Mega Kick, Alter. Oh, neuer Strong Encounter. Opener, holy shit. Oha. Oh Gott. Strong Opener, holy shit. Oh, jetzt kann ich nicht heilen. Das heißt, wenn ich gleich raus. Drin, ne? Oh oh. Holy shit. Das heißt, wenn ich gleich rauskomme, kriege ich wieder einen Mega Kick in die Fresse. Das könnte schlecht laufen. Oha. Weber, oha, das ist genau das Pokémon, das du nicht verlieren sollst. Nein! Oh nein, war ein Crit, war ein Crit. Ja, aber ich heile direkt. Danke. Danke? Also scheinbar war zuerst dran doch Miltang. Alter, Limo macht den gar nicht voll hier, oder? Oh. Krass. Fast. Er hatte schon zu viel Leben, ja? Megakick einfach, Ja, der donnert richtig hart, der Megakick. Ja, vor allen Dingen, Megakick ist Stab bei Miltank, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja. Dann gibt's hier noch einen Sandgrab. Crazy. Alter, hör auf mit dem Megakick! Oh Gott, Weber, ich kann dir gar nicht zugucken. Alter, gut, dass das kein Crit war. Ja. Das. Wie viele Megakicks hat man? 20? Ich glaube 10. Nee, 10. Ich glaube, das war. Jung! Das ist ein Megakick, das hier einfach die ganze Zeit. Ist das ein Encounter, Dennis? Nee, das ist ein Trainerkampf. Gut, Sassa. Was zum Geier, Käfer. Okay. Käfer. Ist dieser, oder ist es Pflanze? Ist es dieser Pilz? Ist es ein Pilz? Ja, dann kann ich auf jeden Fall Wolke 7 reinschicken. Ich muss direkt wieder heilen gehen, ne? Das ist. Schweinerei, sowas. Ja. Oh. Warte ich auf dich noch mit dem Turm, oder? Ist wirklich ein Pilz. Ein Pilz? Frage. Weber, willst du wieder schreien? Donnerschock! Wo kann der Donnerschock? Warum Alter, das macht zum Glück nicht viel Schaden, Junge. Warum sollte es kein Donnerschock die Leute gerade. Das waren Pilzsporen. Besondere. Oh nein. Wie, der wehrt meinen Windschnitt ab. Uiuiuiui. Dennis, hast du schon encountered oder bist du schon beim nächsten Trainer?
Trainerkampf. Ah, okay. Ich hatte noch einen Topschutz. Alter. Schocken mich die Kämpfe heute hier. Ich bin auf jeden Fall wieder wach. Diese Folge. Ja. Heftig, was ist hier los? Starker Einstieg hier. Das ist alles wegen dem ich Trainer, den ich übersehen habe. Ich warte noch auf dich, Weber. Ich warte noch auf dich. Was? Du hast mich übersehen? Mega Kick. Das hast du davon. Ich wusste nicht mal, dass Miltag das lernen kann. Es kann auch sein, dass das hier eine TM ist. Ja, genau. Nee, hoch. Ach hoch, nee, also du kannst auch nochmal heilen, genau, hoch. Ja, genau. Hoch. Verdammt! Hoch. Okay. Nein, da, diesen Weg hoch. Nee, die Rampe. Die mit dem Backpack habe ich nicht. Komm, sehen. Ich brauche noch einen Moment, Dennis. Da. Ach ja, da, okay. Alles gut. Genau. Danke, Louis. Kein Klick, Problem. Klack, nicht schon wieder Stahl-Pokémon, was soll das denn? Dum, 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 dum. Ja. Das wäre gut, da wäre Feuerraupi gut gegen gewesen. Ja, ich hab Websor, das ist alles gut. Okay. Das sieht voll steampunk aus. Ein Raichu. Raichu. Sprungkick? Das war auch so stark, fand ich. Ja. Gut, dann gehen wir mal hoch. Was kann schon schief gehen? Ja, gar nichts. Die sagen nichts. Ganz gleich hoch. Wow, was okay. Also, entweder wir kriegen einen Counter. Ich kriege einen Counter. Okay, ich kriege einen Counter, Weber. Okay, ja. Du hast den Counter. Also okay. Perfekt. Ein Flug-Pokémon. Dann mache ich jetzt einen Counter. Lecknoil. Das wird schwierig. Psycho-Flug oder Flug-Psycho? Die Frage. Ist was? Egal, weil ja. Mit okay. Mewtwo eh. Überleg, ob ich einfach ja, und Flug ist Wolke 7, also ja. Ziemlich egal. Und Psycho. 2, das ist Psycho? Mhm. Jetzt die Frage, ob dein First-Type-Psycho ist, das müssen wir jetzt wirklich aber wissen. Aber Flug wäre das andere. Richtig, ach so, Flug ist das andere wegen Wolke 7. Nee, aber ob ich jetzt... Nee, Porygon war normal, ne? Porygon ist normal. Ja, okay. Dann ist ja egal. Voll normal. Ah ja. Dann passt das. Echt? Das ist nicht Psycho-Porygon? Nein. Genau. Echt? Nie gewesen. Ah! Es gibt mir aber auch immer voll der die Psycho-Vibes. Geht zurück. Voll die Psycho-Vibes. Okay, warte. Flecknoil ist Psycho-First-Type. Ach so, was ist ja normal. Ach, fuck. Healing! I need healing. I got healed. Aber wenn es Flug-Ersttyp ist, müsste es ja theoretisch... Wie Magiespiegel. Nee, Psycho ist es. Mm. Ja, aber auf der einen Seite ist halt Mewtwo, auf der anderen ist Wolke 7, ne? Ja, also ist eigentlich egal. Was ist denn das? Der hat einfach No You gemacht mit meinem Gellner. Geil. Traum. Wusste nicht, dass Magiespiegel eine Passive ist. Okay, ich nenn's Batman. Ja, ich pack auf meine Pokémon aus, okay. Wie schwäche ich das denn jetzt denn? Mit Wolke 7 und irgendein Nicht-Step-Angriff? Warte, am besten kein Kampf. Schade, dass wir es nicht ist der Ziel Wendelberg ist richtig oder musste ich in den Turm? Nee, Wendelberg ist nicht richtig. Musste in den Turm. Ah, okay. Der Turm ist. Kurz wirkt nicht mehr. Dang! Muss man den Schutz kaufen. Meins überlebt ein Biss. Ba, 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 ba. Boah, gute Frage. Ach, als ob. Ein KP. Aber. Holy shit, Dennis, was ist da los? Oder schmeiß ich einfach direkt Bälle? Ich schmeiß mal Bälle. Ja, das ist halt Polygon 2. Es ist schon weiterentwickelt. Ein Meisterball. Direkt. Nassball. Natürlich. Ich was ist das denn für ein Trainer, der den Hypertrank benutzt? Bis überlebt. Holy shit. Oha, krass, wie viel es aushält. Teil ja, steigt nee, das sieht gut aus. Ja, easy. Oha. Einfach einen Ball werfen. Ja, easy. Guter Name für Porygon 2. Porygon 1. Uff. Na, es sieht aus wie so ein Drops, oder? Wie so ein ja. Also Dennis, mein Schutz wirkt nicht mehr. Ich warte jetzt auf dich, ne? Ja. Drops. Ja, einfach nur Drops. Nice, weggeklatscht. Let's go. Balltreffer, wunderbar. Und wenn er stirbt, kann ich sagen, der Drops ist gelutscht. Der Drops ist gelutscht, der Drops ist gelutscht, jawohl. Drops. Ein Gift-Pokémon. Oh, wie geht es? Jemals das Team sehen was ist da los? So, jetzt muss ich mein Hippo wieder aufwecken hier. Oh, Nechan, 107 von 116 KP, was ist da los? Das frage ich mir auch gerade. 115 von 116, wieder aufgefüllt durch den Angriff, let's go. Ich sehe alles. Ich merk's. Danke, danke, Tracker, danke. Und ich selbst gebaut habe. Okay, dann so. Gucke ich mal, dass ich meinen Topschutz loswerde. Jetzt oh, das war ein Topschutz. Klimpe, ne? Nice. So, Schutz wirkt nicht mehr. Und es wird ein
Go, 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 Legendary, 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 go, 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 Legendary, go, go, go. Nice. Das ist... Oh, was bekomme ich? Töte es. Oh, Lunastein. Holy shit, das können wir adden. Oh, Felino. Wir haben kein Gestein-Pokémon, oder? Nee, ich sehe keins. Holy shit, wie gut. Okay, ich habe ein bisschen Schiss. Also ganz ehrlich. Ja, es ist stark, aber es ist nur Level 26, also es ist machbar. Ganz ehrlich, Dennis, du könntest überlegen, deinen Meisterball dafür zu benutzen. Ja. Wäre wirklich aber dann warte erstmal ab, bis Lunastein gefangen wurde und das dann sowieso. Wirft den Meisterball. Das sowieso. Lunastein ist okay, es ist ein Psycho-Pokémon, das ist eigentlich ganz gut. Ich hätte nur mal irgendwann was gegen Boden-Pokémon, ey, das wäre voll nice und so. Boom, Windschnitt, One-Hit. Body Slayer. Steinwurf, okay. Es wäre wirklich mal Zeit für uns, Weber auch wieder ein Pokémon zu fangen. Haben wir das vielleicht? Wir sind gerade ein Dreier-Team. Wie viel habt ihr? Makuhita, das war Kampf, ne? Wir haben fünf, ja. Ja, also, wir sind bei dreien. Ich habe eigentlich nur drei richtige Pokémon, wenn ich ehrlich bin. Du hast Pandir noch, ne? Ne, Pandir ist dein VM-Freund. Ne, Pandir ist VM-Freund, aber ich habe halt ein Lacternecto, also die Laterne, der so Soulflame. Ist halt ein Geist-Feuer-Pokémon, das aber nicht so richtig zu gebrauchen ist. Morabbel. Und das war das Frosch, ne? Und ich habe Togepi, das mir noch nichts, einfach noch gar nichts bringt. Nein. Was ist passiert? Einmal Glut ein und ich brenne. Oh nein. Unlucky. Oh, aber Gott. Du hast es schon gut geschwächt. Definitiv. Ja. Was zum Geier ist Akrobatik? Aua. Eine Flugattacke. Eine recht starke sogar. Oh, Shiny! Was? Oh ich mein Gott. Shiny! Du darfst ein Shiny fangen. Shiny-Regel. Theoretisch ja. Wenn du das haben möchtest, darfst du das gegen ein anderes Pokémon ersetzen. Aber die Frage ist, ob das so viel bringt, ne? Ich will es aber haben. Ja, fangen kannst du. Fangen kannst du es. Das oh ist mein Gott, ohne Scheiß, das ist. Fuck. Wie gut, ey. Einfach Shiny, Mann. Wie selten. Ich hab nie random Shinies. Ja, ich auch nicht. Oh. Ah, Lunastein ist gefangen. Die Shiny-Episode. Gut. Und nicht. Ich encounter gleich einfach auch einen Shiny, dann passt das wieder. Wie stark. Aber ich müsste es ersetzen. Also, es ist jetzt kein cooles. Oh, aber es dreimal ist gewackelt. Oh, aber es ist nice. Shiny. Nice. Wie nennen wir es denn? Jetzt wahrscheinlich eine Neko. Neko war ja vorhin hier. Hat ihr Glück Shiny dagelassen. Ja. Neko Shiny. Neko. Neko, Neko nie. Neko, Neko, Neko nie. Perfekt. Was haltet ihr von Luminaris? Ist auch gut. Fahren wir die Trainer hier oder so gehen wir einfach hoch? Ach so. Dennis, ja, ich würde sagen, wir farmen die Trainer, oder? Hat sie gerade Miau 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 gesagt? Ja, wir holen alle Trainer. Miau Miau Miau. Miau Miau Miau. Und da sind auch noch Items, also. Oh nein, nicht Bolteros. Oh. Der sieht stabil aus. Mhm. Die Göre Heike. Dennis. Oh. Ein Pummeluff. Aber du hast so viele Hyperbälle, ich glaube, das ist auch recht drin. Denke ich. Sollte passen, oder? Ja, das sollte gehen. So. Bei Gelegenheit mal die Leiche wegbringen, glaube ich. Eins, zwei, drei, let's go. Let's go! Let's go! Let's go. Guter Lander, nice! Ist ja irgendwo fast ein Legi, ne? Ist ein Pseudo-Legendary, ja? Ja. Übrigens, Mythicals, also Mew und so. Überstrahl! Ist einfach nur gehört zu den Dings dazu. Alter. Zu den Legendaries. So. Aber Mythicals sind halt nochmal eine andere Kategorie, aber gehören trotzdem zu den Legendären, oder nicht? Was packen hier meine Gegner heute für Angriffe aus? Wie nennen wir es? Warte, ich guck mal kurz, ob es geclaimed ist. Brutal ist nicht geclaimed. Dennis, wie möchtest du es nennen? Oh, Celebi. Rotalanda wird das. Rotalanda, perfekt. Perfekt. Das war Celebi nochmal. Shit, das ist eine Pflanze, ne? Pflanze Psycho. Ja. Weil das ist wie Sellerie quasi. Der Sellerie. Wie Sellerie. Was? Sellerie. Was denn? Ich liebe das. Ach so. Ich spreche hier nur die Fakten aus, die jeder denkt. Oh, shit. Was kommt bei dir?
Ein Knackrack. Ja, oh ein Gott. Knackrack. Oh, fuck, oh Gott. Alter. Ich muss es mit dir probieren. Knack, 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 knack. Oh, ich hab's weggekrittet. Ich hab nicht hingeguckt. Ich hab nicht hingeguckt. Das klingt nach Weber. Ich hab's einfach weggekrittet und nicht hingeguckt. Okay. Feuer oder müssen wir Paralyse? Oh nein, ist nicht du hast so Paralyse. Nein! Warum bist du denn jetzt paralysiert, wenn du Toxin machen sollst? Warum bist du jetzt paralysiert? Ah, Gott! Dein Soulflame hängt an meinem Raser. Das ist richtig. Affenzahn. Sollte das mal leveln. Limonade. Limonade. Ist mir nicht zu schade, ja, für mein Happy Flow. Yay, ich hab sie besiegt. Ich hab nur noch 9 Limos. Shit. Oh nein. Item, Item, Item. Item, Item. Oh, nein, du hast den Encounter noch gekriegt. Item, Item. Was? Wieder was ein Schlick neu. No way. Habt ihr gesehen, was Weber hier für ein Item aufgesammelt hat? Nein. Weber, nice. Mein zweiter Meisterball. Dein zweiter? Oh, nice. Ja, ja. Geil. Das ist Weber, hallo? Holy shit. Weber, die Legendären. Er braucht ja, Meisterbälle dafür. Ihr habt alle die falschen Sets gemaxt. Ihr hättet einfach Lack maxen müssen. Ja. Ja, 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 ja. So sieht's aus. Ganz klar. Oh, ich drück dir jetzt mal die Daumen mit dem Knackrack. Ja, geil, danke. Das ist kein Spaß hier. Das glaube ich. Nur ein Counter, wo die sich noch lohnen. Ein Knackrack mit Schlammbombe. Achso, was hattest du, Louis? Ah ne, du bist noch im Kampf, ne? Ja, was denn? Achso, ich hatte eine Beere. Oh, so richtig. Nicht der Rede wert, du weißt schon. So voll diese, unaufregend. Diese Noob-Items kriege ich so. Ich würde dir gerne einen Meisterball abgeben. Das machen das wir ins nächste. Das ist sehr lieb von dir. Das machen wir ins nächste Rad rein, wenn Stefan wieder schummelt. Das, oh ja, wenn dass ich dir einen Meisterball geben darf. Oh, das wäre cool. Das finde ich gut. Sowas findet ihr also gut, dass du das gut findest, ja. Was war nochmal effektiv gegen Gift? Psycho. Psycho und Boden. Boden. Danke. Gerne. Kann einfach Erdbeben. Wer kann Erdbeben? Shelterer. Was? Shelterer. Alter, was? Shelterer. Zum Glück kann dieses scheiß Knackrack kein Erdbeben, ey. Ich wäre so am Sack. Mhm. Wäre so hart am Sack. Setzt es bisher ein? Schlammbombe, Schlitzer, Feuerodem und ja, die drei, glaube ich. Das hält sich tatsächlich noch in Grenzen, ja. Ja. Oh, ich hätte einen Kapuno haben können. Oh. Aber ich habe ja schon Drache. Ich hätte noch einen Blaudergei haben können. Oh, Blaudergei. Das hat einen süßen Ruf auf jeden Fall. Mein Vorteil ist, ich habe Toxin gemacht, das heißt, ich kann jetzt outstallen. Das heißt, es ist nur ein Ressourcenkampf. Gehen wir hier hinten auch noch lang, Weber, wegen dem Item? Ja. Das könnte ein Meisterball sein. Das ist kinda true. Ich glaube, ich muss nachher noch mal Kumu-Milch kaufen, ey. Ich habe Metallstoß bekommen. Zumindest fängt es mit M an. Nah genug dran. Sejong. Sejong. Das ist Eis. Oh oh, gut, dass du sagst. Da muss ich jetzt doch noch mal tauschen. Wasser. Oh, wohin? Da muss ich ja echt Mew nehmen, weil, also Mewtwo, weil Happy Hippo will ich dagegen ja auch nicht packen. Oh, Knackrack ist geschafft, let's go! Langfinger? Nein! Oh, was ist Langfinger? Gib mir meinen Seidenschall wieder! Ich hab mir einfach meinen Seidenschall geklaut. Aber gibt es den wieder? Ja, nach dem Kampf. Oder ist der jetzt weg? Nee, nach dem Kampf dann. Abgezogen. Jetzt kommt er mal noch mit einem Phenontor, Alter. Geh mir durch die. Dafür habe ich Websor. Flammensturm, Junge. Oha! Also diese Seejungs sind schon irgendwie ziemlich stark. Ja, oder? Ja. Überall! Ja. Überall! Gut, dass meins 8 Level unter meinem Mewtwo ist. Mm. Alter. Wieso hat man nur so ein heftiges Mewtwo? Was soll das denn? Na klar! Na klar! Oh. Weißt du? Ein Phenontor! Ja! Oh, es hat mich erst mal so selten! Es hat mich einfach... Erste Attacke, eingefroren, Alter. Was ist hier los? Stefan, hast du heute einen Lottoschein gezogen? Ja. Nein. Er hat sogar die Wolke eingefroren. Bei diesen Sachen, die hier so bei dir passieren, wären Überlegungen. Oh, ja, aber süß. Das ist doch Bad Luck. Lol. Guck mal, apropos Phenontor. Und Weber hat Schnäppke. Der war nur Eis, ne? Und Boden und Eis sind sich, glaube ich, recht egal. Ja, nein. Ich glaube, nur nein, Eis nein, ist der. Nein, nein, nein. Eis und Eis ist sehr effektiv gegen Boden. Ach, verdammt nochmal. Weißt du, ich wollte das Phenontor mit einem Flammenwurf wegballern und dann friert Weber einfach ein. Weil ich so cool bin. Ja, genau.
Oh, holy shit, was ist hier los, Mann? Warum habe ich so ein Kack-Team? Also, Kacke ist es jetzt nicht unbedingt, aber... Es ist jetzt nicht der Grad, schon ist, hartes Gegnerteam, ja. Es ist jetzt nicht gerade das beste Team, das ich mir hätte ausgesucht. Mir ausgesucht hätte. Also ich bin mit meinem Team so ganz... Finde ich ganz okay. Alter, zurückschrecken, was ist hier los? Nicht schon wieder, nicht schon wieder! Oh, oh. Aber das geht ja vom Schaden. Ja, der Schaden geht, aber zurückschrecken, einfrieren... Steinpolitur. Endlich kann ich meinen Stein wieder polieren. Dennis hat ja einfach wieder Nocturne. Ja. Das sind deine Nemesis, ne? Ich kämpfe da echt nicht gerne gegen, weil dann kann das irgendwie Eisschlag, Blitzschlag, Feuerschlag. Guck mal, ein Kickli. Ja, das kann einfach alles. Richtig asozial. Ein wildes Kickli oder ein Gegner-Kickli? Ein wildes. Kickli. Clickbait. Clickbait, was? Wie schnell ist das? Oh nein. Kickli ist schnell, ja. Dann musst du wieder Mewtwo ganz nach vorne nehmen. Klickli. Klickli, genau. Nein, ich geh jetzt in die Etage hoch, da sind andere Encounter. Moment, dass dieser Turm mir so riesige Probleme macht, geht mir richtig auf den Keks. Oh nein, du bist ins Gras gefallen. Oh Gott sei Dank. Weiß, was ich tue. Dieses Gras. Das hohe Gras ist das gefährlichste, was ich bisher gesehen habe. Das hohe Gras der Zerstörung. Aber vielleicht auch nur bei Weber. Vielleicht sind alle Ledges halt einfach in Webers Edition, ne? Also, so, hupsi. Kann ja auch sein. Ja, richtig. Oder rechts ist ein Item. Let's go. Psycho-Aldona. Slimer. Das ist aber kein Psycho-Pokémon. Das ist ein Gift. Das ist korrekt. Ich hab voll die harten Kämpfe, Alter. Ne Molga. Sweet. Ich hab voll die harten Kämpfe. Oh, ne Molga. Ja, ich darf auch mal Stimmt, Glück haben. Boden. Oder? Wir hatten das Thema ja gerade, Boden war ja auch effektiv gegen Toxin. Gegen Gift. Ja, ist richtig. Nicht? Ist ja. Korrekt. Gibt's jetzt Sandgrab. Was? Mogelhieb? Oh nein, der Mogelhieb. Schuld. Well. Cheater. Und der lässt mich flinchen. So Report. Fett. Ja, Mogelhieb lässt dich immer flinchen, wenn es in der ersten Runde gemacht wird. So ein Schummler. Ha, aber ganz nicht sein Kopf bei die Animation Pente. Von Schuppet. Jetzt streckt einfach die Zunge raus. Nice. Wie sweet. Also ich muss schon sagen, diese Animationen von Schwarz-Weiß waren schon echt gut. Ja, ja, definitiv. Also, das ist definitiv ein Rückschritt gewesen, als dann ich 3D wurde. Was ich nicht verstehe ist, warum sie die 3D-Modelle neu gemacht haben und nicht die von Pokémon Stadium und Pokémon Colosseum und so genommen haben. Aber oder von Pokémon Battle Revolution. Ja. Weil bis Generation 4 hatten sie alles da. Sie hätten nur noch das gleiche Studio beauftragen müssen, Generation 5 und 6 die Dinger zu machen und sie hätten so coole Sachen gehabt. Aber wie Stefan Rent. Ja. Ja. Traummagie. Ja, ich kann es voll verstehen. Ich kann es sehr verstehen. Meistergriff ist Kampf. Ja, das ist richtig. Ist Kampf. Psycho war... Stark dagegen, Psycho, oder? Psycho-Keil gegen Kampf und Flug. Ah ja, easy. Ein Traumagie mit Zauberblatt? Flieg, kleines Oni-chan, flieg! Ich mag Knarksel nicht. Nee. Ich mag Knarksel schon. Oh nein, es vergräbt sich unter der Erde, was soll das denn? Ah, der und konnte bestimmt irgendwie sowas wie hier diesen Auswechselschlag, ne? Was? Das war jetzt aber nicht fair. Wie hieß das? Verfolgung, genau. Oh! Nice! Was Strom denn? Traummagil hat Stromstoß gemacht und mein X hat ja ist immun gegen Elektroattacken. Ah. Und jetzt habe ich mehr Damage mit meiner mit meinem Schlammbart. Was mach ich hingegen? Das ist so, das kann Konter. Oh nein, So ist das, kann auch den Rest alles, ne? Ist so. Also es kann auch Spiegelcape. Ja. Das heißt, eigentlich machst du gar nichts dagegen. Knaxel, kannst gern Schaufler gegen Wolke 7 machen. Kannst du es einpennen lassen oder so? Ah, jetzt nicht mehr. Irgendein Buff-Angriff oder sowas? Oh ja. Ist jetzt mit ich glaube, Abgangsgurt oder sowas. Abgangsbund einsetzt oder so. Das ist so. Wandelt sich zu Typ Stahl. Aha. Oh. Das heißt, es ist schwach gegen Bodenattacken? Okay. Das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Einfach Kick. So. Ja, gar keinen Schaden. Item. Schlauglas, oh mein Gott. Oh, was kann Schlauglas? Keine Ahnung. Das Gegenteil von Dummglas. Oh. Weber ist heute wieder on fire. Ich hab nur noch zwei Weisheit mit Weber. Gern geschehen. Nur noch zwei Superschuss.
Muss ich unbedingt welche nachkaufen. Heieiei. Nein, es setzt, sie setzt Hypertrank ein. Glutexo. Direkt gehealt. Nassgnet. Oh Mann. Nassgnet. Glutexo riecht und... Warum heilt sich Happy Hippo eigentlich gar nicht? Hat er keine Überreste mehr? Ach, die wurden ihn ja mal abgezogen, glaube ich. Ah, ist dein Seidenschal wieder da, Stefan? Ja, laut Tracker schon. Okay. Laut Tracker ist der da. Nach 3 Folgen fällt mir aber auf, dass der kein... Na, wahrscheinlich ist er so... Oh, was? Ah, so Crit, okay. Ich wollte gerade sagen, warum macht Feuerzahn so viel Schaden? Bizarro. Junge, 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 Junge. Jetzt sind langsame Pokémon schnell und schnelle Pokémon langsam. Ist ja was? Toll. Was? Bequerte Wild. Fuck, bizarr, oder? Bizarr. Wie bizarr. Los, Vapsor! Oh, Felswurf. Ja, dabei. Ging dann, so, Felswurf ging daneben, ey. Holy shit. Oh, Togetic. Oh, ich hätte auch nichts haben können. Wow. Was auch Psycho. Kid. Ist wieder nicht ins Team gedurbt. Wie viel Psycho-Pokémon ich oder Flug-Pokémon ich irgendwie krieg. Ach, der hatte Glücksei für extra XP. Ja gut, das braucht aber gerade nicht mehr. Drachenzahn gefunden. Ich? Warum nicht? Den habe ich vorhin auch gefunden, Louis. Ein Drachenzahn? Ja. Ey, jetzt mit Bruder Lana musst du unbedingt ausrüsten. Ja. Ach schon, das war viel Damage, ey. La 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 la. Was bist du für ein Ding? Egal, ich hau ab. Verdrehten Dimensionen sind wieder normal. Und tschüss, Nassgnet. Oh nein, ich habe auch ein Isso. Ja, Isso. Angst vor Issos. Hast du das Item hier schon, Louis? Mhm. Ich hatte einen Drachenzahn. Ah, das war der Drachenzahn. Heilfeder. Aha. Kingler? Gott, ey. So, den Trainer muss warum ich. Warum denn? Kingler macht keinen Spaß. Das ist kein Trainer? Was? Das doch ist auch ein Trainer. Und danach heilt sie dich. Erst macht sie Schaden und dann heilt sie dich. Dann wird's eine Schwester Joy. Das ist ja voll nett. Morbitessa. Hm, Psycho. Das sieht cool aus. Ja. Echt? Ich fand das voll hässlich. Well. So unterscheiden sich. Oh, Kanimana. Also ich würde es nicht ins Team nehmen, aber es hat irgendwie was. Echt? Ich finde die super weird. Was hat diese? Okay. Ja, das. Ich glaube, das ist das Coole, oder? Ja. Es tut mir leid, du musst trotzdem sterben. Mann, immer diese Langfinger. Ach, Kingler. In Seidenschale ist schon wieder geklaut worden. Nein. Nein. Was? Hypertrank? Ja, was? Das hat die bei mir auch gemacht. Helga, hör auf, Hypertrank einzusetzen. Helga! Helga! Das ist sehr effektiv. Und los. Mehr Knirschen. Ich kann euch nur sagen, da kommt noch eine Ebene mit noch mehr Trainern. Ich brenne. Oh, ja, du brennst auf die Kämpfe schon. Ja. Ein Google-Hupf, Hubel-Upf. Google-Hupf. Ich glaube, ich muss noch mal hier gehen, ey. Wenn dann dieses Item... Irgendwie so hatte ich auch in Erinnerung. Oh Gott, da kommt ein Ass-Trainer. Ich habe so Angst, dass das jetzt so ein Dreier-Ding ist. Dreifachkampf. Oh ja, let's go, Louis, let's go. Dreifachkampf. Oh nein, wenn er jetzt schon 3 Pokémon hat, dann habe ich... Oh, er hat nur 1. Das wäre es auch gewesen. Das wäre schon ein bisschen witzig gewesen, ehrlich gesagt. Und dann hätte er das Trio gehabt mit Kyogre, Rayquaza und Alter. Oh Gott. Alter. Das wäre GG an der Stelle gewesen. Das wäre übel gewesen. Sehr, sehr übel sogar. Ja. Ja, undurchspielbar, weil an den Trainer muss man ja irgendwie vorbei. Ja, dann stirbst du und dann musst du halt einen Run neu starten. Dann kriegst du und das ist gerade ist Run neu starten übel. Ja. Ja. Wurde geheilt. Könnte ich die Trainer da unten eigentlich auch nochmal alle frisch machen? Egal. Aber die sollen mal aufhören mit diesen ganzen TM-Abteilungen. Hallo, Mr. Ass-Trainer. Bin vergiftet, das finden wir uncool. Was haben wir denn hier für Schutz? Superschutz? Oh, Top-Schutz? Eigentlich ist Superschutz günstig. Top, besser. Der Schutz gilt. Oh, du bist zurückgegangen. Hä? Kann man zum Turm fliegen? Nö, ja, wieso? Achso, dann läufst du wieder hin quasi. Ja. Was setzt du ein? Mhm. Oh, kaufen wir aber erstmal nochmal ein paar Schutz, ein paar Heil-Items. Mana Kamba. Ja, erstmal einen. Was ist denn? Medizin. Erstmal ein bisschen was mitnehmen.
Zebritz kann einfach auch Schaufler. Hey. Yo, let's go. Grad. Konterschaufler. Ich habe eine alte Krone gefunden. Oha. Ich kann sie verkaufen. Setz die mal auf. Oh, Moment. Oh, jetzt kommt von Princess Peach die Krone, ne? Jawoll. Jawoll. Easy clap. Mix up. Nächster Trainer. So. Das ist ein sehr kampflustiger Turm. Alter, ich glaube, am Ende kommt noch irgendein anderer krasser Kampf, kann ich mir vorstellen. Oh, oh. Ich hoffe nicht. Meine Item. Reicht langsam. Wassertafel. Oha. Dachte immer, es heißt Tafelwasser. Lol. Sehr gut. Ich habe noch nicht mal die erste Ebene geschafft. Lol, der ist schneller als ich. Wie krass ist das denn? Holy shit. Astrainer Aline. Flammvipian, was? Zu für ein Gerät. Brennendes Vapiano, was? Pokefendoliane, Slimog. Zu viel mit dem Feuerzeug gespielt, ne? Kämpfe ich gegen Gift-Pokémon. Augenbrauen abgefackelt. Ich hasse es, wenn das passiert. Was? Warum kannst du Steine attacken? Ah, nee. Ach, das sind nur die Steine. So, erstmal einen Gainer reinhauen. Wird's dann pennt. Oh. Ausgelöscht. Slimer kann einfach Schlitzer. Was? Lol. Mit was auch immer er schlitzt. Oder er tut seinen Schleim zu so einer Klinge vor und dann zieht das so durch. Ja. Überwurf. Ja, der packt das kurz ins Gefrierfach, die Hand. So. Genau. So sieht's aus. Schnuthelm. Ach so. Das hattest du mal im Team. Das, irgendwie kommen Entwicklungen davon verdächtig oft bei mir vor. Als Rache. Ja. Jo, die hat einfach einen Hypertrank. Was soll das denn? Aua! Ach ja, spitze Steine liegen hier rum. Das hab ich wieder vergessen. Mit Steinen sollen wir doch nicht werfen. So geil ist das für ein Angriff. So, ich geh jetzt sicherheitshalber nochmal heilen, weil ich glaube, wir sind dann oben. Slime hat platt gemacht, let's go. Oh, Alter, die bringen richtig viel Erfahrung. Was ist hier los? Oh, okay. Dann gehen wir das nächste Mal heilen. Ja. Wir werden nie erfahren, was das Item ist, außer nächstes Mal. Oho. Dam, dam, dam. Erstmal speichern. Erstmal Flucht. Direkt Flucht speichern. Oh, die Folge ist schon wieder vorbei. Wir haben nichts geschafft. Krass. Wir sind in diesem Turm noch viele Kämpfe, viele Trainer. Jo, übelst viel. Und ein Shiny. Ja, das darum geht's im Pokémon. Das stimmt, das Shiny war nice. Das ist cool. Der finale Turm, den gibt's bei Louis, wa? Oha! Ja, vermutlich. Der finale Turm. So, Weber, moderierst du? Vielen Dank, dass ihr euch diese Folge bis zum Schluss angeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut dann nächstes Mal bei Louis vorbei für die nächste Folge und das Ende des Turms. Ansonsten schaut doch mal auch bei Twitch vorbei, und zwar bei Dennis Mendes und Luise Dinosaur und vielleicht auch bei den Raketenagenten bei uns. Ja, und ansonsten noch einen schönen Tag. Ja. Und wenn ihr bis zum Ende geschaut habt, schreibt doch einfach mal in die Kommentare das Wort Shiny, und dann wissen wir, dass ihr bis zum Schluss geschaut habt. Shiny Hunter Louis. Hashtag. Oh. Wenn es schon nicht im Stream passiert, dann wenigstens. Ja, genau. Alles klar. Macht's gut. Tschüss.